Ja, das war, was ich als kurze Ergänzung zum letzten Mal sagen wollte. Eigentlich ist, wie gesagt, dieses letzte Thema, auch die anderen Themen für die Wahrheit ist wirklich gigantisch, aber auch dieses Thema ist leider sehr, sehr leid. Nicht notwendigerweise leid, aber man muss eine gewisse Geduld haben. Sind sehr große Themen. Aber letztes Mal leider aus Mangel an Zeit hatte ich nicht alles sagen können, und das über die Wahrheit war meiner Meinung nach besonders wichtig, denn bis jetzt haben wir uns konfrontiert gesehen nur mit einer Fassung von Wahrheit, war es dort als Trennung, Verbindung oder Erfassung von bestimmten Inhalten, unmittelbar anschauen, sagen wir. Aber das hat nicht so unmittelbar zu tun mit der Theorie der Wille zur Wahrheit, mit der Theorie der Wille zur Wahrheit als Wille zur Macht. Das ist etwas anderes. Etwas, das Abwertung von bestimmten Inhalten präsupponiert, Aufwertung, Abwertung und auch von Bemächtigung der Wirklichkeit. Und auch mit der Interpretation der Geschichte der Ontologie, denn Nietzsche sagt des Öfteren, die Metaphysik ist an sich selbst der Versuch, bestimmte Bereiche der Wirklichkeit zu bemächtigen. Nur, man kann das sagen auch von Aristoteles, aber die Wahrheit und Falschheit, die wir gefunden haben, sind eher nicht unmittelbar das, was Nietzsche kritisiert, und das mit dem Problem von der Umwertung der Wirklichkeit zu tun hat. Umwertung im Sinne von Aufwertung von bestimmten Bereichen und Abwertung von anderen Bereichen. Je nach natürlich dem Plan des denkenden Subjektes. Das ist etwas anderes. Das wollte ich sagen, denn man hätte sowieso Anstoß nehmen können, dass bis jetzt wir nur von Verbindung und Trennung gesprochen haben, und das ist, was gehört damit zusammen. Es gehört damit nicht unmittelbar zusammen, es ist etwas anderes. Sehr interessant, aber würde ich sagen, ein bisschen anderes. Sowieso, ich glaube, ich habe als Rekapitulation, was ich sagen wollte, ist, ja, und ja, jetzt natürlich kann ich Ihnen richtigerweise, gerechterweise das Wort geben für alle Ihre Fragen und Probleme. Ja, bitte. Ja, bezüglich Reduktion. Sie haben gesagt, Aristoteles mag keine Reduktion. Mhm. Wie ist das mit dem Hypokrimenon in den Kategorien? Ist das nicht eine Art Reduktion, dass man ihm das Darunterliegende sucht, solange bis man nicht mehr weiter kann, oder? Ja, das stimmt, aber stimmt. Aber was Aristoteles nicht mag, ist zum Beispiel, dass man den Versuch macht, ein gemeinsames Wesen für alle Entitäten zum Beispiel zu sehen. Zum Beispiel zu sagen, ja, das Wesen von allen Entitäten ist das Seiende. Er sagt nicht, nein, das ist der hellere Bereich, das ist der hellere Inhalt. Wenn wir zum Beispiel die Entitäten definieren wollen, sollen wir bis zur Art prozedieren. Das heißt, mit allen den Unterschieden, den artmachenden Unterschieden. Und die höchste Gattung, sein ist keine Gattung, aber sowieso die höchste Gattung als Tier zum Beispiel wäre nicht da der meist kennzeichnende Moment, sondern der ärmere, der ärmste Moment in der Definition von einer Ursache. Deswegen können wir nicht auf das Allumfassende reduzieren. Eine höchste Gattung, zum Beispiel Tier, oder auf das Sein, das er nicht als Gattung verstanden wissen will. Aber zum Beispiel er sagt, wir können nicht sagen, das Wesen von den Entitäten sei das Seiende. Das Seiende fügt keinen bestimmten Inhalt der Definition von einer Sache hinzu. Er sagt das zum Beispiel in Topic Delta 6, ich glaube. Denn das differenziert nicht. Wenn wir definieren wollen, müssen wir differenzieren und nicht vereinigen und nicht die Differenzen eliminieren. Verstehen heißt differenzieren. Das heißt, die Definition von den Entitäten zumindest bis zur Art zu bereichern. In diesem Sinne mag er nicht Reduktionen. Das heißt, man muss sich vertiefen und nicht das Höchste, das für allen Geltende als die Essenz von den Entitäten sehen.
Man muss hingegen immer analysieren. Er hält es sich an der Art auf. Das heißt, er geht nicht weiter. Danach gibt es nur Individuen. Und die Individuen, die Menschen haben nur die Definition qua der zur Art zugehörende. Aber nein, man nicht so sagen eine Definition als, man könnte sagen, bei Leibniz, der komplette Begriff. Nein, man geht bei Aristoteles bis zur Art. Aber bis zur Art muss man gehen. Muss man gehen. Die Gattung ist sowieso ein ärmerer Moment als die Art. Und das wirft er zum Beispiel in den Metaphysikbeten in einigen Aporien den Platoniker. Denn er sagt, sie wollen immer so sagen, das Seiende sei, dass das die höchste Gattung sei, das Wesen sei die Essenz, aber das ist hingegen nicht die Essenz. Das ist das Ärmste, der ärmste Moment. Und das ist ein Beispiel für den aristotelischen Antireduktionismus auf wenige Prinzipien. Man kann natürlich andere finden. Zum Beispiel, er lehnt die Reduktion auf Zahlen oder auf geometrische Entitäten. Er sagt, nein, diese sind zum Beispiel, die geometrischen Entitäten sind nur etwas, das die Abrisse von einer Entität ist, aber sie sind nicht das Wesen. Das Wesen wird zum Beispiel von einer biologischen Entität gegeben von der Definition von der Art. Aber die geometrischen Entitäten sind, haben damit nichts zu tun. Deswegen er polemisiert, wenn wir sagen wollen, mit der pythagoreischen Linie. Die Findung von einem Prinzip oder auch von wenigen Prinzipien für die ganze Realität ist etwas, das er nicht mit einer besonderen Zuneigung ansieht, meiner Meinung nach. Ja? Dass traditionellerweise der Machtbegriff immer verstanden wurde als etwas Gewalttätiges, immer verstanden wurde als Herrschaft. Und eben bei Nietzsche und dann auch später bei Foucault ist eben Macht, so wie bei Aristoteles, auch etwas Wertfreies. Also es kann so oder so verwendet werden, aber es ist an sich nur ein Vermögen, ein Können. Zur Veränderung, zur Metabolie. Und deswegen, und diese Idee von Macht gibt es, glaube ich, nicht so oft in der Philosophiegeschichte. Also bei Hobbes zum Beispiel, nicht bei der ganzen politischen Philosophie eigentlich, würde mir jetzt nur Nietzsche und Foucault einfallen, wo es sozusagen einen neutralen Machtbegriff gibt, eben wie bei Aristoteles. Ja. Kenne ich nicht so gut aus, aber ich weiß nur, dass bei Arendt es auch so eine Macht als aus einem kollektiven Prozess verstanden wird, oder? Naja, es ist jetzt Macht und Gewalt des Gegensätze. Ja, aber bei ihr ist Macht doch immer ein kollektiver Prozess. Also es gibt jetzt keine Macht eines, was weiß ich jetzt, eines Subjekts. Hm? Ich weiß nicht. Okay, aber gut. Was ist ein Kollektiv? Ein Zusammenhang.
erkennen, also dass wir können nicht aus dem Prinzip Einheit raus, aber andererseits sind wir Einzelne. Sie sagt auf der einen Seite, also sie lehnt zum Beispiel diesen platonischen Menschenbegriff ab, sie lehnt es ab, vom Menschen zu sprechen, sondern spricht immer vom vielen Menschen, also von dieser Pluralität. Und was ist Pluralität? Ich hätte gerne gedacht, dass sie da schon sehr auf Platon kommen ist. Weil sie eben zum Beispiel diese Unterscheidung des Politischen und des Privaten schon mal kurz so. Und die Macht sozusagen die politischen Abspiel und auch im Privaten. Aber gut. Ja, schon, aber was? Also es ist auf jeden Fall anders. Diesen einzelnen Machtbegriff, es gibt einen oder ein Menschenbild und ein Prinzip, sondern also sie ist für die Pluralität. Also, sie hat eben diesen einen platonischen Menschen gewusst, also der sozusagen von diesem einen ausgehend, sozusagen der Beste, und der hat dann sozusagen die Macht über alle, also das ist nur das, was sie abgeht. Also sie ist da eher eine Aristotelikerin, die eben die Pluralität gewahrt hat. In der Tat, wenn ich mich nicht irre, Arendt polemisiert des Öfteren gegen Platon. Ja. Das heißt, als wirklich die ganze platonische Auffassung als sein Ausweg, um der Politik zu entweichen. Sie schließt sich zum Beispiel auch an Jaspers an und sie wieder auch verwertet die ganze Tradition von Jaspers und von der Interpretation von Jaspers gegen Platon. Denn sie sagt des Öfteren, Platon wolle mit der Basierung von der Politik auf der Wahrheit eben eine Politik auf, dass er die Politik wirklich als Prinzip von Änderung eliminieren. Er will eigentlich nicht, dass sie will als vita activa. Wenn man die Wahrheit erreicht hat und wenn die Politik auf der Wahrheit basiert ist, dann man wählt nicht mehr, so sagen. Und wählt im Sinne, man trifft nicht mehr die Entscheidung. Man entscheidet nicht mehr. Und Arendt will das vermeiden. Das ist des Öfteren zu finden, wenn ich mich erkläre in Vitaktiva, aber vielleicht nicht nur dort, aber wie ich mich Vitaktiva erinnere, wirklich Platon ist der prinzipielle Gegner von Arendt, das heißt, der wird immer wieder so geschlagen. Die Unterscheidung zwischen dem politischen und dem privaten, und das ist schon sehr von Platon. Also, ich meine, Wo sie einfach wirklich ansetzt, ist einfach die Polis, oder die griechische Polis. Und in dieser griechischen Polis treffen einzelne Gleiche aufeinander. Und das ist das Wesen der Demokratie. Dort spielt sich die Macht ab, aber diese Macht besteht immer aus mehreren, nie aus einem, der sozusagen sagt, was die anderen zu tun haben, sondern es sind Gleiche, also es geht darum, diese Gleichheit zu schaffen. Ja, immer als aber nicht im, Sinne, ja. Nicht im Sinne der einen Gleichheit. Ja, ich verstanden. Jeder muss so sein wie der andere. Ich glaube, da liegen wir auch bei Aristoteles und auch bei Nietzsche, ist eben Macht eben auch was Ontologisches. Also Nietzsche spielt auch zum Beispiel von Kraft. Also es kann zum Beispiel eben auch das Feuer sein und so weiter. Es geht sozusagen wirklich um einen neutralen Begriff des Vermögens. Und ja, dass sozusagen ein Arzt genauso haben kann wie eben das Feuer. Oder eben diesem Begriffspaar Entelechia und Energia und Dynamis. Ja, also das noch viel Neutraleres ist. Aber gut, das meine Interpretation. Die Macht kann ja neutral sein, aber die Menschen sind sich. Und in dem Moment, wo Menschen sind und etwas vermögen, kann es nicht mehr neutral sein. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es kann nicht mehr neutral sein. Du bist da und in dem Moment, wo du auch mit irgendetwas sagst, ist es nicht mehr neutral. Aber es heißt nicht, dass es nur schlecht oder nur gut ist. Es ist einfach da. Und in dem etwas tatsächlich auch getan wird oder wirklich wird, verändert sich. Aber es ist schon noch, ich glaube, es geht bei der Hannah Arendt vor allem also sehr um die Verantwortung und da daraus eben ja, so wie die Gleichheit entsteht. Ich möchte mich jemand richtig angesprochen,
nicht, dass ich sage, ich will jetzt, dass du das annimmst, was ich sage, sondern ich kann nebeneinander völlig, und das kann dann völlig neutral im Raum stehen, sofern es nicht mehr ist. Es ist ja nicht jeder Gedanke neutral. Wenn ich jetzt irgendwelche Fantasien habe, dass das, was ich von Politik eben richtig ist, also das betrifft einfach viele Menschen und wenn das einfach irgendwelche Existenzen eingeht, dann kann das nicht mehr wahr sein. Man kommt es darauf an, was entgegenkommt. Nein, das ist vielleicht etwas, das auch zum Beispiel die Befürworter von Platon, von den Befürwortern von Aristoteles, wenn differenziert, wenn es die Rede ist von der Ethik. Das heißt, wenn normalerweise wird von Aristoteles, zum Beispiel in der nikomatischen Ethik, ich glaube, es ist das sechste Buch, sagt, es ist nicht so, dass wir von einem einzigen Begriff von Wahrheit und Falschheit sprechen können. Es gibt Wahrheit und Falschheit in der Ontologie und es gibt Wahrheit und Falschheit in der Ethik und Wahrheit und Falschheit in der Ethik ist gut oder böse. Und wir können nicht beide Bereiche sozusagen als ein einziger Bereich interpretieren. Das scheint zu sein eine Polemik, die gegen Platon gerichtet ist. Denn wenn man zum Beispiel einige Texte von, ja, zum Beispiel Symposion oder auch Phaedros oder auch dasselbe Phaidon oder auch von Republik, besonders das Höhlengleichnis, aber nicht nur dort, scheint, dass es eine Entsprechung gibt zwischen Bereiche der Wirklichkeit, je nach dem Wert von der Wirklichkeit, Zustände des Bewusstseins, Zustände der Erkenntnis und auch Bildung der Ethik, der Moral. Und Aristoteles sagt, nein, dass diese zwei Bereiche, das heißt die Wirklichkeit, die Ontologie einerseits und die Ethik andererseits, sind zwei verschiedene Bereiche. Man kann nicht beide Bereiche als einen einzigen Bereich interpretieren und man kann, der Bereich von der Ontologie ist ein Bereich, nicht offen ist für die Entscheidung, aber der Bereich von der Ethik, ja, der Bereich von der Ethik ist der Bereich von der Entscheidung, von der, auch von der Willensfreiheit. Und deswegen sind die zwei Bereiche auseinanderzuhalten. Und das ist, wir wollen eine große Differenz zwischen den zwei Denkern. Vorausgesetzt natürlich, dass Platon so zu interpretieren ist, aber kann wirklich dort, zumindest kann man finden, die Absicht bei Aristoteles, sich von einer anderen Tradition zu differenzieren. Das heißt, nicht zufälligerweise sagt er, Moment, es gibt verschiedene Bedeutungen für Wahrheit und Falschheit. Eines ist der Bereich von Ontologie und ja, Wahrheit und Falschheit sind zum Beispiel ja Trennung, Verbindung von Elementen der Wirklichkeit, aber die Ethik, der Bereich von Wahrheit und Falschheit in der Ethik ist das Gute und das Böse. Und das ist anders. Das ist anders. Und auch der Raum für die Entscheidung betrifft die Ethik und nicht die Ontologie. Wobei hingegen bei Platon scheint es so zu sein, dass eben je nach der Erfassung von der Wirklichkeit wird auch meine Seele gebildet und werde ich auch ethisch gebildet. Das ist etwas, das bei Aristoteles nicht so zu finden ist, nicht zumindest in dieser Stärke. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich, aber es ist etwas aber, das natürlich in den verschiedenen Kontexten, es muss analogisch interpretiert werden, in den verschiedenen Kontexten hat einen anderen Sinn. Dynamis ohne Zweifel, ja, ohne Zweifel. Das bedeutet, das in, bei dem auch der Wahrnehmungsorgan ist eine Dynamis für den Inhalt von der Wahrnehmung zum Beispiel. Aber in der Ethik auch wird davon gesprochen oder auch in anderen Bereichen.
Es ist immer analogisch gesehen. Das heißt, der Inhalt wird jedes Mal determiniert von dem Kontext, in welchem wir sind. Analogisch gesehen können wir sagen, in den verschiedenen Kontexten gibt es etwas, das eine Dynamis, eine Potentialität ist, für etwas anderes als Aktualität. Aber der Inhalt wird sozusagen diktiert, gegeben von dem Kontext. Das ist der Punkt, das Problem. Deswegen Analogie von eben von Prinzipien. Denn der Inhalt wird jedes Mal gegeben. So die Lage interpretieren. Natürlich ist das, eine weitaus längere Diskussion verdienen würde. Das ist ein großes Problem natürlich. Ja, wenn es nicht weitere Fragen gibt, kann ich mit der Analyse von von der Interpretation 7 weitergehen und auch 8. Schauen wir, ob ich ja. Ja, bis jetzt haben wir uns vorwiegend konzentriert an das Problem von Allgemeinen. Auf die Probleme, die mit den Definitionen von Allgemeinen bei Aristoteles auftreten, im restlichen Teil von Interpretation 7 wird die Rede sein von der Propositionen. Das heißt, dort werden die Allsätze präsentiert oder die besonderen Sätze, die partikulären Sätze präsentiert und die Verhältnisse zwischen den Sätzen. Das heißt, da wird gesagt, wenn etwas in allgemeinen Sinne zugesprochen oder abgesprochen wird, haben wir zwei konträre entgegengesetzte Aussagenpaare. Zum Beispiel, jeder Mensch ist blass oder kein Mensch ist blass. Er wird etwas Allgemeines von etwas in allgemeinen Sinne genommenen, entweder zugesprochen oder abgesprochen. Jeder Mensch oder kein Mensch. Mensch wird in allgemeinen Sinne genommen und blass. Wir haben ein Beispiel für konträre Entgegensetzung. Wir hingegen etwas Allgemeines von etwas, aber nicht in allgemeinen Sinne genommen, entweder zusprechen oder absprechen, wie mancher Mensch ist blass oder mancher Mensch ist nicht blass, dann haben wir entweder besondere bejahende Sätze oder besondere verneinende Sätze. Und die Entgegensetzung von einer allgemein bejahenden Aussage und einer besonders verneinenden Aussage ist als oder von einer allgemein verneinende Aussage und bejahende Aussage ist als zum Beispiel jeder Mensch ist blass, mancher Mensch ist nicht blass oder kein Mensch ist blass und mancher Mensch ist blass. Diese sind nicht konträre Gesetze ein Aussagepaar, sondern kontradiktorisch entgegengesetzte Aussagenpaar.
diese sind einige Definitionen, welche wir in der Interpretation 7 finden können. Wobei es gesagt werden muss, dass bei einem kontradiktorischen Aussagenpaar nur die eine Aussage oder die andere wahr sein kann. Sie können nicht beide wahr sein, zusammen gleichzeitig wahr sein. Sie stützend auf diesen Schema, dieses Schema, das ich letztes Mal gegeben habe von der das stammt eigentlich aus einem Kommentar über Kategorienschrift, dieses Quadrat von den Gegensätzen. Das hat, wenn Sie das nicht haben, habe ich zusätzliche überzählige Kopien. Können Sie sehen, hier zum Beispiel ist wird gesprochen von alle Menschen haben ein Zuhause. Alle Menschen haben ein Zuhause ist ein bejahender Altsatz. Kein Mensch hat ein Zuhause, ein verneinender Altsatz. Einige Menschen haben ein Zuhause, ist eine partikulär bejahende Aussage. Und einige Menschen haben kein Zuhause, ist eine partikulär verneinende Aussage. Und Sie können sehen, aufgrund von diesen, anhand von diesem Quadrat, Differenzen zwischen kontradiktorischen Aussagenpaaren und konträren Aussagenpaaren, subkonträren Aussagenpaaren und subalternen Aussagenpaaren. Dieses Quadrat stammt eigentlich nicht aus Aristoteles. Das heißt, es ist nicht zu finden, eine solche Zeichnung bei Aristoteles. Es ist zu finden hingegen bei Kommentatoren von Aristoteles. Es wird entweder auf Boethius zurückgeführt oder auf Apuleius von Madaura. Aber es ist sowieso nicht etwas, das in den aristotelischen Texten zu finden ist. Es ist nicht desto weniger interessant, denn natürlich durch diese Zeitung können wir sehen, wie die Verhältnisse zwischen Propositionen sind. Ich werde das finden. Bei der zweiten Sitzung hatte ich das von Weidemann. Ich habe noch überzählige Kopien. Das ist im Kommentar von Weidemann über die Interpretationen und hier können Sie auch dieses Quadrat immer finden. Spricht Weidemann eigentlich von jedes S ist P, kein S ist P, irgendein S ist P und nicht jedes S ist P. Und spricht er auch mit diese Verhältnisse zwischen konträr, kontradiktorisch, subaltern und subkonträr. Subalterne sind die Propositionen, wie eben die eine partikulär bejahende Aussage für eine allgemein bejahende Aussage. Zum Beispiel, wie hier in der Topi sehen können, jedes S ist P impliziert auch einige S oder manches S ist P. Dementsprechend, kein S ist P impliziert, einige S sind nicht P. Das heißt, die Altsätze implizieren die besonderen Sätze von derselben Qualität, Bejahung oder Verneinung. Sie können in diesem Schema finden, von Weidemann, dass besondere Zeichen gegeben werden zu den Typen, von den Propositionen A, E, I, O. Es ist nicht A, E, I, O, U. Tut mir leid. A, E, I, O. A steht für für bejahende Altsatz, E für verneinende Altsatz. Jeder S ist P, A, kein S ist P, E. I steht für bejahende Aussage, ja, aber partikulär bejahende Aussage. Irgendein S ist P, manches S ist P.
Und en steht für ebenfalls für eine partikuläre Aussage, aber eine negative, eine verneinende Aussage. Irgendein S ist nicht P. Und ich habe diese Verhältnisse, A impliziert I und E impliziert O, wie Sie in diesen zwei Texten von The Topic finden können. Das wird nicht thematisiert in der Interpretation, davon spricht Aristoteles nicht, aber diese Implikationen können Sie finden in diesen Texten von The Topic. Wie Sie ja sehen können, sagt Aristoteles zum Beispiel in Text von der Topik, den ich heute verteilt habe, in den ersten Text, erstes Kapitel, zweites Buch, er beginnt und sagt, für beide Gattungen von Problemen sind die allgemeinen, berührenden und umstoßenden Hürden gemeinsam. Haben wir gezeigt, dass etwas allen zukommt, so haben wir auch gezeigt, dass es einigen zukommt. A impliziert I. Und haben wir eben so gezeigt, dass es keinem zukommt, so haben wir auch gezeigt, dass es nicht allen zukommt. E impliziert O. Oder auch in diesem anderen Text von der Topik, sechstes Kapitel, den heute ich verteilt habe, er sagte, am Anfang von 6. Kapitel, Seite 61, wenn das Problem partikulär und nicht allgemein gestellt ist, so sind erstens die genannten allgemein begründenden oder widerlegenden Hürden sämtlich brauchbar. Wenn wir allgemein widerlegen oder begründen, beweisen wir auch das Partikuläre. Von etwas allem bei, dann auch einem. Und wenn keinem, dann auch nicht einem. Es ist immer so, A impliziert I und E impliziert O. Und da A und O und E und I sind die kontradiktorischen Aussagenpaare. Das heißt, es ist nicht so, dass beide gleichzeitig wahr oder falsch sein können. Vorausgesetzt natürlich, dass wir als Subjekt und als Prädikat dasselbe meinen und nehmen. Das heißt, dass wir nicht Sophistereien benutzen. Jeder Mensch hat ein Zuhause, opponiert, irgendeiner Mensch hat kein Zuhause. Und kein Mensch hat ein Zuhause, opponiert, irgendeiner Mensch hat ein Zuhause. A und E sind die Konträre, die können nicht gleichzeitig beide wahr sein, aber sie können beide falsch sein, gleichzeitig. Und hingegen I und O können gleichzeitig beide wahr sein. Wenn man sagen würde, irgendein Mensch ist aus Athen, ist wahr, und irgendein Mensch ist nicht aus Athen, ist ebenfalls wahr. Aber falsch wäre es, wenn man sagen würde, alle Menschen sind aus Athen oder kein Mensch ist aus Athen. Die allgemeinen Aussagen, die konträr entgegengesetzten allgemeinen Aussagen können beide falsch sein, aber nicht beide wahr sein, und dem hingegen die subkonträren Aussagen können beide wahr sein. Subkonträrung, einander konträren Aussagen. Und natürlich sind diese Arten von Aussagen wichtig für die Konstruktion von den verschiedenen Figuren der Syllogismen. Denn je nach den Aussagen können wir bis zu 14 und den
mutuellen Positionen der Subjekte und Prädikate können wir bis zu 14 Figuren bekommen. Der vielleicht wichtige Syllogismus ist der Syllogismus, der Barbara heißt. Dieser Name stammt nicht aus Aristoteles. Es ist schon im Mittelalter erfunden worden. Auf der Basis der Vokalen, die vorkommen, kann ich wissen, wie die Aussagen, welche den Syllogismus komponieren, sind. Das ist der wissenschaftliche Syllogismus, weil er besteht aus Allsätzen, welche alle bejahenden Sätzen sind. A, A, A. Barbara. Jeder S ist P, jeder S ist P, jedes S ist Q, nehmen wir an, deswegen jedes S ist Q. Und es ist der wissenschaftliche Syllogismus, weil, wie Aristoteles in einem Kapitel von den zweiten Analytiken sagt, weil es eben nur ausschließlich allgemeinen Konklusionen erteilt. Das heißt, eben Konklusionen, Schlüsse, welche auf alle Fälle von einem bestimmten Bereich gültig sind. Und deswegen erlaubt die Erfassung von Theoremen. Die Erstellung von Theoremen. Ja, wir können vielleicht auch etwas lesen als Bestätigung von dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Vielleicht soll ich früher besser, dass ich rette.